sein. Wunderschönen guten Morgen und so schön, euch alle hier zu sehen. Schön auch, dass unsere Pilgrim-Kids gerade angekommen sind. Super, dass ihr da seid. Dobre Ultra, guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Und ich glaube, wir sind hier mit einem Wunsch, mit einem Ziel, Gott zu erleben, Jesus zu erleben, Jesus zu sehen an diesem Morgen. Und lass uns das einfach mit diesem Bewusstsein in diese Anbetungszeit gehen und sagen: Herr, hier bin ich, um dich zu loben, um dich zu preisen, um dich zu erleben, um deinen Willen zu tun. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen, lass uns unsere Herzen bereit machen für Gottes Lobpreis, für seine Gegenwart und erwarten, dass er uns heute begegnet und besucht und erfüllt mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart. Amen. Dich zu finden, denn du schenkst mir Gnade her. Und Bettung soll mein Opfer sein, erhoben bist nur du allein. Ich kann nicht anders als dich zu verehren. Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Wir preisen dich, oh Jesus. Hier bin ich, um dir zu danken, hier bin ich. Um dir zu danken, du hast mich verändert, weil du dein Leben für mich gabst, am Kreuz für meine Sünde starbst. Ich kann nicht anders als dich zu verehren. Sag es, du bist. Du bist Gott und du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Du bist Gott und du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich. Du bist Gott und du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Du bist Gott und du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Dein Lob, dein Halleluja, Herr.
Regiere du an diesem Ort, Jesus, Herr. Wir rufen zu dir, Jesus, Herr. Jesus, wir rufen zu dir dein Halleluja, dein Lob, deine Anbetung, Jesus, Herr, dein Lobpreis. Herr,
Im Lobpreis ist unser Sieg, im Lobpreis ist unsere Kraft, Jesus, Herr. Herr, wir kommen so, wie wir sind. Ungenügend, gebrochen, Jesus, Herr. Ja, manchmal auch belastet durch den Alltag, durch die Sorgen, Jesus, Herr. Doch mitten im Lobpreis setzt du uns frei, damit wir dich loben dürfen, damit wir hinaufschauen dürfen zu dir, dem Herr, zu dir, dem Retter, zu unserem Messias, der Herr der Herren und der König der Könige. Wir ehren dich, wir kommen so, wie wir sind, Jesus, Herr, und beten dich an, erheben dich. Lass dein Herz sich freuen über deine Kirche, über deine Kinder, über deine Anbetung, die gehört nur dir allein, Jesus, Herr. Du bist würdig. Halleluja. Will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come. Just as you are, God.
Sing dem Herr dein Lied, so wie du bist, wir beten dich an, wir heben deinen Namen, Jesus. Du bist würdig, Herr, du bist würdig, und du allein zu empfangen, Lobpreis und Ehre, Kraft und Stärke, yeah. Jesus, du kennst uns durch und durch, du kennst unser Herz und unsere Gedanken. Doch du liebst uns, so wie wir sind. Du machst uns fähig, du machst uns würdig, in dem Allerheiligsten hineinzutreten und dich anzubeten, Jesus, Herr. Danke für das Privileg, vor dir zu stehen an diesem Morgen. Danke für die Freude an der Anbetung. Danke für die Freude an die Gemeinschaft miteinander, dass wir als lebendige Steine, als deine Kirche zusammen dich anbeten dürfen, Herr. Danke für die Freiheit, danke für deine Gegenwart, danke für diese besondere Zeit in dir und mit dir. Wir beten dich an, wir singen zu dir, Jesus. Empfange du deine Anbetung. Halleluja. Du würdig, würdig, würdig bist du, Herr. Du allein.
Herzen zu dir, Herr. Wir schauen auf dich, der Heilige Gottes auf dem Thron. Herr, wir sehen uns mit dieser Zeit, wo wir für ewig und für immer dich anbeten werden, Jesus. Tag und Nacht, nach und nach, dich zu anbeten, Jesus, Herr. Vater, wir beten dich an. Du bist würdig, du allein. Alles sei Ehre sei dir, Jesus. Du bist groß und wir wollen deinen Namen alle Ehre machen, Herr. Wir wollen mit den Engeln einstimmen und wir wollen vor deinen Thron kommen und dich anbeten, Jesus. Danke, dass du jetzt hier bist, Herr. Danke für deinen Heiligen Geist, der jetzt da ist. Danke, Jesus, für diesen Morgen, dass wir in Gemeinschaft dich anbeten dürfen. Danke, Jesus. Amen. Du bist würdig, du allein, denn alles kommt von dir und alles bringen dir gebührt die Ehre. You are the victor, Jesus. You are the victor. You are the victor. Oh, the worship, the honor and the praise. Oh, you are all things. Through you are all things. You deserve the glory. We'll give him all the worship today. You are the victor. No other name but Jesus. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Das steht im Psalm 103, Vers 1 bis 4. Wir wollen uns jetzt einen Moment Zeit nehmen, einen Moment zur Ruhe kommen, wo ihr euch Gedanken machen könnt, was der Herr, was Gott Gutes in eurem Leben bisher getan hat. Wie oft kommen uns immer nur die schlechten Sachen in Erinnerung, was alles blöd gelaufen ist, was nicht so schön war. Und jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, um uns mal zu erinnern an die guten Sachen, was Gott Gutes schon gemacht hat und was wir Tolles erleben durften. Genau wie David in dem Psalm beschrieben hat, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie schnell gerät es in Vergessenheit. Wir wollen uns kurz Zeit nehmen und uns Gedanken machen. Jesus, danke, dass alle Dinge uns zum Besten dienen werden. Jesus, ich danke dir, dass so oft deine Gunst auf unserem Leben liegt. Und oft sehen wir es gar nicht. Und ich bitte dich, dass du uns erinnerst, dass wir die guten Sachen nicht vergessen, die du schon getan hast, Jesus. Ich danke dir dafür, für die guten Sachen, die du schon getan hast in unserem Leben. Und ich danke dir, dass auch weiterhin so viel uns zum Guten dienen wird, Jesus. Ich danke dir, dass du auf unserer Seite bist, dass du es gut mit uns meinst und dass du wirklich viel mit uns vorhast, Jesus. Ich bitte dich, dass du uns immer und immer wieder daran erinnerst, was schon passiert ist und dass wir nicht vergessen, so wie oft dein Volk damals in der Wüste ist, hat immer wieder vergessen, was du schon getan hast. Immer wieder haben sie angefangen zu meckern und waren unzufrieden, Jesus. Wie oft geht es uns selber so? Ich bitte dich, dass du uns erinnerst, dass wir uns an den guten Sachen festhalten. Und wir wissen, dass du hast es damals getan und du wirst es heute wieder tun. Danke, dass du bei uns bist und dass du für uns bist, Herr. Amen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Schön, euch heute auch wieder ohne Masken zu sehen. Schön, dass man eure Gesichter sehen kann, dass man euer Lachen sehen kann. Herzlich willkommen auch an euch zu Hause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei seid. Es ist immer wieder schön, dass wir hier eine Familie sein dürfen. Welcome home, dass wir zu Hause sein dürfen. Aber manchmal kennen wir doch nicht alle hier bei uns im Gottesdienst. Und manchmal, ich bin immer so schlecht im Namen merken, vergessen wir auch die Namen. Deswegen dachte ich, vielleicht können wir einfach ganz kurz einmal uns nach vorne umdrehen, einmal uns nach hinten umdrehen und einfach sich kurz mit dem Namen vorstellen. Vielleicht sitzt jemand vor euch, den ihr noch nicht beim Namen kennt. Nutzt kurz die Gelegenheit, dass ihr euch bekannt macht. Wenn ihr heute vielleicht das erste Mal hier seid oder wenn ihr schon ein paar Mal hier seid, aber ihr kennt uns noch so, nicht so gut, ihr dürft gerne auf uns zukommen, ihr dürft gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Genau, das Welcome-Team steht hinten nachher und da könnt ihr auch gerne die ansprechen. Wenn ihr auf der Suche nach einer Kleingruppe seid, könnt ihr auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir haben mehrere Kleingruppen, wir treffen uns immer unter der Woche und wir freuen uns, wenn wir euch da auch begrüßen dürften. Genau, und dann machen wir direkt weiter mit den Kleingruppen, die treffen sich immer Montag, Dienstag oder Mittwochs. Am Donnerstag haben wir immer das gemeinsame Gebet um 20 Uhr am Marktplatz 39, da seid ihr auch herzlich dazu eingeladen. Der nächste Gottesdienst ist hier wieder, nächsten Sonntag am 5. Juni um 10.30 Uhr. Genau, oder ihr könnt auch online uns auf Facebook oder auf YouTube folgen. Wenn ihr sonst irgendwelche Fragen, Anliegen habt, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch bitte. Wir kommen gern mit euch ins Gespräch und wir würden euch gern helfen. Reich Gottes baut sich nicht allein. Wir alle müssen unseren Teil oder dürfen unseren Teil dazu beitragen. Und das gilt auch für die finanzielle Seite. Und so wollen wir beim nächsten Lied die Spenden einsammeln. Da dürft ihr gern was geben, was der Herr euch aufs Herz legt. Thank you.
Wenn würden selbst die Sterne erheben, wer gab den Sternen ihren Glanz? Die Schöpfung sehnt sich nach den Worten dir zu singen, so wie ich es darf. Mir ein tausend Halleluja, verehren wir deinen Namen. Dir allein gebührt die Ehre, der Lobpreis und der Ruhm. O Jesus, dies Lied ist für immer dein. Ein tausend Halleluja, noch tausend mehr. Ich starb für uns, damit wir leben. Wer hat den Tod für mich besiegt? Die Zeit hier reicht nicht, von all deinem Tun zu sehen. Doch ich hab die für immer dein. Ein tausend Hallelujas, noch tausend mehr. Wollen wir nochmal gemeinsam aufstehen und Jesus ehren? Preis dem Lamm, preis dem Herrn. Preis sei dem Herrn. Sei dem Lamm, sei dem Himmelskönig geweiht. Jesus lebt und regiert, singen wir für immer. Preis sei dem Herrn, sei dem Lamm, sei dem Lamm. Und der Ruhm, o Jesus, dies Lied ist für immer dein. Ein tausend Hallelujas, noch tausend mehr. Preis sei dem Herrn, dem Herrn, sei dem Lamm, sei dem Himmelskönig geweiht. Jesus lebt und regiert, singen wir für immer. Mit 1000 Kranken dir allein gebührt die Ehre, der Lobpreis und der Ruhm. O Jesus, dies Lied ist für immer dein. Ein tausend Hallelujas und noch tausend mehr. Amen. Halleluja. Das dürfte ein Lieblingslied sein für die nächsten ein paar Wochen und Monate. Komplett neues Lied. Schön, jetzt sind die Kids dabei.
Komm alle Kinder nach vorne, wir haben heute ein Ranger-Lied für euch. Könnt ihr euch schon bereit machen für Bundescamp, Ranger-Camp, wer geht, wenn nicht, hier in Freudenstadt, jeden Freitag, Rau Rangers. Hula Hula, Halleluja. Hula Hula, Halleluja. Hula Hula, Halleluja. Hula Hula, Halleluja. In the name of the Lord, clap your hands. Clap your hands, hallelujah. Clap your hands, hallelujah. Clap your hands, hallelujah. In the name of the Lord, stomp your feet. Stomp your feet, hallelujah. Stomp your feet, hallelujah. Stomp your feet, hallelujah. In the name of the Lord, jump for joy, hallelujah. Jump for joy, hallelujah. Jump for joy, hallelujah. In the name of the Lord, dance for Jesus, hallelujah. Dance for Jesus, hallelujah. Dance for Jesus, hallelujah. In the name of the Lord, hula hula, hula hula, hallelujah. Hula hula, hallelujah. In the name of the Lord. Yeah. Super. Gesegnete Zeit in der Kinderkirche. Alle unsere Kids. So wertvoll, dass ihr da seid und genießt eure Zeit jetzt auch in der Kinderkirche. Und ich freue mich ganz besonders heute, dass Christine Rudolph, eine von unseren ETH-Studenten, die bei uns Praktikum macht, heute mit uns im Wort dienen wird. Christine ist zum Teil in Afrika aufgewachsen, als Missionarskind, hat viel erlebt mit Gott in Kenia und jetzt ist sie im dritten Jahr hier im Theologischen Seminar. Christine, wir freuen uns, danke, dass du da bist und freuen uns aufs Wort Gottes. Sei gesegnet. Danke. Okay, da muss ich mich gar nicht mehr vorstellen. Wurde schon für mich gemacht. Bevor ich anfange, möchte ich ganz kurz eine kleine Werbung machen. Darf ich das? Okay, ich weiß nicht, ob wir das Video haben, wahrscheinlich nicht. Okay. Und zwar haben wir am 16. Juni einen ganz besonderen Tag auf dem Europäischen Theologischen Seminar auf dem Kniewiss. Und wir werden einfach kurz ein ganz kurzes Video anschauen und dann sage ich noch kurz was und dann geht's los. Hey guys, my name is Danny. I'm here at ETS and I want to invite you to our ETS day. When is it going to happen? On the 16th of June. This will be your opportunity to get to know school better, to know God better, yourself, and to meet people from all around the world. And while having a lot of fun. Expect an insight to our courses. Expect food. Music. And fun. If you would like to have more information on this, go to our website ets-knivis.de. Make sure to sign up and we'll see you here. Genau, ich weiß, das war auf Englisch, aber ich glaube, ihr habt die Idee verstanden. Anmeldeschluss ist am 9. Juni und alle für euch vielleicht Schüler, die noch nicht so ganz wissen, was sie nach der Schule machen sollen, aber auch jeder, also jeder ist eingeladen, wer interessiert ist, einfach mal vorbeizukommen. Wir werden zusammen Gottesdienst haben, wir werden zusammen richtig gutes Essen haben und Spaß und Lagerfeuer am Abend, also es wird mega, mega cool.
Genau. Und Anmeldeschluss 9. Juni auf der Homepage von ETS. Okay, genau. Wie gesagt, wie Jeffco gesagt hat, ich bin Chrissy, ich bin 24 Jahre alt, bin auf ETS. Und ich möchte meine Predigt anfangen mit einer kleinen Geschichte. Die Geschichte ist nicht mir selber passiert, sondern es ist die Geschichte von einem Lobpreislied, das wir vorhin gesungen haben. Und zwar Raise a Hallelujah. Auf Deutsch, ich rufe Halleluja. Es gibt ein Video über dieses Zeugnis und ich würde es euch gerne zeigen, aber es ist leider ein bisschen zu lang. Aber ich fasse es kurz für euch zusammen. Es geht um Jonathan und Melissa Helser, die haben dieses Lied geschrieben. Als der Sohn von Freunden, der Sohn hieß Jackson, der war 4 Jahre alt, plötzlich krank wurde, ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist, aber er war richtig, richtig krank, war im Krankenhaus und es war so innerhalb weniger Stunden, okay, Leben und Tod, wird er die Nacht überleben oder wird er sterben? Die Eltern haben daraufhin auf Social Media Aufrufe gemacht für Gebet und tausende Leute haben gebetet und so haben eben auch Melissa und Jonathan diese Nachricht erhalten und haben in dem Moment dieses Lied geschrieben oder spontan angefangen, dieses Lied zu singen und dieses Lied geschrieben. Und ein Teil von dem Text ist, ich rufe Halleluja in der Gegenwart meine Feinde, ich rufe Halleluja, meine Waffe ist eine Melodie. Das ist jetzt wortwörtlich aus dem Englischen, ich glaube, der deutsche Text ist da ein bisschen anders, aber es heißt wortwörtlich, meine Waffe ist eine Melodie. In diesem Video sagt Melissa eine Sache, die ich grob übersetzt habe und die finde ich richtig signifikant. In diesen Momenten, auch wenn sie wirklich hart sind, steigt etwas in uns auf, das nur in Momenten des Traumas und der Intensität wirklich hervorgerufen werden kann. In diesen Momenten gibt es für uns nur eine Möglichkeit. Wir müssen anbeten. Und auch wenn das Kind noch super schwach war, hat es tatsächlich überlebt und ist jeden Tag ein bisschen besser geworden und tatsächlich komplett gesund geworden. Das Video trägt den Titel The Power of Praise, also die Kraft des Lobpreises. Und ich glaube, jetzt habt ihr vielleicht schon so ein bisschen eine Ahnung, um was es in meiner Predigt geht. Aber ich dachte mir so, okay, ja, ich möchte über die Kraft des Lobpreises sprechen, aber irgendwie muss man da erstmal so eine Grundlage schaffen. Okay, Lobpreis, was ist das überhaupt? Und deshalb möchte ich das so ein bisschen mit euch entdecken, auch wenn es vielleicht so Sachen sind, die eigentlich selbstverständlich sind, ist es immer wieder gut, Erinnerungen zu bekommen, so, ja, okay, ich muss mal wieder mich daran erinnern, was bedeutet das wirklich? Seine Heiligkeit, Macht, Güte, Gnade, Treue, Liebe, Errettung und so viel mehr. Ich könnte diese Liste weiterführen und weiterführen. Und ich könnte zu jedem Punkt eine Bibelstelle sagen, die das unterlegt, aber das würde den Rahmen sprengen. Also Gott verdient unsere Anbetung, Gott verdient unseren Lobpreis. Wir nennen die Zeit vor dem Gottesdienst, also das, was wir gerade gemacht haben, nennen wir Lobpreiszeit, nennen wir Anbetungszeit, weil Lobpreis viel mit Musik zu tun hat. Okay? Also wir haben die Instrumente, wir haben Gesang, wir stehen zusammen auf als Gemeinde, wir heben unsere Hände vielleicht und das, was man halt so tut an einem Sonntagmorgen, das nennen wir dann Lobpreis. Und das stimmt, ich sage nichts dagegen. Und die Psalmen sprechen sehr viel über diese Art von Lobpreis. Zum einen haben wir Psalm 105, Vers 2, und da heißt es, singt ihm, Lob singt ihm, redet von all seinen Wundern. Also hier sehen wir, okay, singen. Jeder von uns hat dieses Instrument, das tragen wir immer bei uns, unsere Stimmbänder. Und der Psalmist sagt, benutzt diese Stimmbänder, singt zu Gott, singt ihm Lobpreislieder und redet von all seinen Wundern. Dann haben wir Psalm 150, Vers 3 bis 5. Lobt ihn mit Hörnerschall, lobt ihn mit Harfe und Laute, lobt ihn mit Tamburin und Reigen, lobt ihn mit Saitenspiel und Flöte, lobt ihn mit hellen Zimbeln, lobt ihn mit wohlklingenden Zimbeln. Und das sind jetzt vielleicht komisch klingende Instrumente, die wir nicht unbedingt im Gottesdienst benutzen. Aber ich glaube, das kann man einfach gleichsetzen. In unserem Kontext könnten wir sagen, lobt ihn mit dem Klavier, lobt ihn mit der Gitarre, lobt ihn mit dem Bass und dem Schlagzeug und der Cajon und allem Möglichen.
Aber Lobpreis hat so viel mehr zu tun als nur dieser Aspekt der Musik. Lobpreis ist so viel mehr als nur ein Lied auf unseren Lippen. Und ja, bevor ich da näher drauf eingehen möchte, möchte ich so einen ganz kleinen Exkurs machen und eine Sache einfach erwähnen, die ich voll inspirierend fand für mich und vielleicht ist es auch für euch inspirierend. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Lobpreis und Anbetung durch alles Mögliche ausgedrückt werden kann. Das kann Musik sein, ja, und für mich ist es auch Musik. Also ihr seht mich oft hier am Klavier singen und ich liebe es, meine Stimme zu benutzen. Aber es kann auch so viel, es können auch so viele andere Sachen sein. Kreativität im Allgemeinen. Wenn ihr gerne malt, dann könnt ihr das benutzen, um Gott damit zu ehren. Und ich finde das so wunderschön. Oder wenn ihr gerne backt oder kocht. Wenn ihr gerne Fotografie betreibt, Fotos macht. Wenn ihr gerne schreibt. Also ich persönlich bin jetzt nicht so der Schreiber, aber es gibt Leute, die sind so talentiert da drin, ihre Gefühle auszudrücken in einem Gedicht oder in der Geschichte. Und das ist so, das ehrt Gott, wenn wir das für ihn benutzen und ihn damit anbeten und ihn preisen. Genau, das war so ein kleiner Seitensprung. Aber im Endeffekt, um was geht es im Lobpreis? Es geht um mein und um dein Herz und um unsere Herzenseinstellung. Und Jesus zitiert eine Stelle aus Jesaja in Matthäus 15, Vers 8. Die das Ganze wirklich gut auf den Punkt bringt. Er sagt, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Zu wem hat Jesus das gesagt? Zu den Pharisäern und Schriftgelehrten? Zu den Heuchlern? Und das ist richtig hart. Also ich finde, was Jesus da sagt, das ist, wenn er das zu mir sagen würde, ich würde anfangen zu weinen, weil wir wollen nicht, dass Jesus das zu uns sagt. Also, genau. Und was Jesus damit ausdrückt, ey, es geht nicht um das, was aus dem Mund rauskommt. Es geht im Endeffekt um dein Herz, um deine Herzenshaltung, um deine Herzenseinstellung. Du kannst noch so viele Lieder singen, aber wenn du nicht da bist mit deinem Herz, dann ist es nichts wert, so hart es auch klingt. Letzte Woche hatten wir eine Andacht auf dem ETS und das war richtig cool, weil ich war so in dieser Vorbereitungszeit für diese Predigt und habe so echt auf dem Herz gehabt, über Lobpreis zu reden und über Anbetung. Und dann waren so viele Kleinigkeiten, so viele, also einmal diese Andacht, aber noch viele andere Kleinigkeiten, die mich voll ermutigt haben, darüber zu sprechen, weil sie einfach genau um das gleiche Thema gingen. Und ich war so, hä, was? Okay. Und diese Person, die diese Andacht gehalten hat, hat eine Sache gesagt. Und das war richtig cool. Und zwar hat sie gesagt, beim Lobpreis geht es nicht um dich, sondern um Gott. Und das ist auch so eine Sache, die müssen wir uns, glaube ich, der müssen wir uns wieder bewusst werden. So oft komme ich sonntagmorgens mit einer Haltung hierher, die nicht wirklich anbeten will, sondern einfach nur empfangen will. Und ja, Gott gibt uns Sachen. Er möchte uns beschenken, er möchte uns begegnen. Aber im Endeffekt muss ich realisieren, in Lobpreis und in Anbetung geht es nicht um mich und um was ich aus dieser Zeit rausnehmen kann, sondern im Endeffekt geht es darum, dass ich Gott anbete und ihm die Ehre gebe. So was Ähnliches sehen wir auch in Römer 12, Vers 1. Und genau, ich lese es kurz vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das Wort, das hier für Gottesdienst verwendet wird, kann generell auch als Lobpreis oder Anbetung übersetzt werden. Zum Beispiel habe ich ein paar englische Übersetzungen durchgelesen, sorry. Und im Englischen wird es eher mit Worship übersetzt. Also könnte man auch sagen, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei eure vernünftige Anbetung. Das sei euer vernünftiger Lobpreis. Und das zeigt uns, was Lobpreis ist. Lobpreis ist es also, uns selbst zu opfern, mich selbst zu opfern und mich selbst ganz Gott hinzugeben und uns ihm unterzuordnen.
Das heißt, Lobpreis ist ein Lifestyle. Ein fancy englisches Wort, aber ja. Lobpreis ist ein Lebensstil, eine Art und Weise, wie wir leben. Wenn ich nur am Sonntagmorgen dazu bereit bin, Gott anzubeten, dann habe ich das Ziel verfehlt. Weil Gott ist nicht nur ein Gott des Sonntags oder des Sabbats, wenn wir jetzt, ja, sondern ein Gott der ganzen Woche, jeden Tag der Woche und jede Woche im Jahr und jedes Jahr. Ja, und ich persönlich möchte nicht nur ein Sonntagschrist sein. Und vielleicht hört sich das jetzt auch super geistlich an, aber es ist egal, ob du jetzt Bibelstudent bist oder Pastor oder Missionar, das betrifft jeden von uns. Ob ihr Mama seid, ob ihr Papa seid, ob ihr einen Job habt, ob ihr ein Businessmann oder Frau seid, im Krankenhaus arbeitet, was weiß ich. Gott möchte von uns allen, dass wir ein lebendiges Opfer sind und jeden Tag der Woche uns ihm hingeben. Und A.W. Tozer hat das in einem Zitat sehr gut ausgedrückt. Und zwar sagt er, kein Mensch gibt etwas, das für Gott annehmbar ist, bevor er sich nicht selbst in Liebe und Opferbereitschaft hingegeben hat. Ja, das war so ein Zitat, das habe ich gefunden. Ich war so, wow, ja, okay, das bringt es doch mal so auf den Punkt. Genau, das war jetzt eigentlich nur so eine Grundlage, so ein paar Sachen, die wir eigentlich schon alle wissen, die wir alle schon mal gehört haben, aber die gut sind, einfach nochmal in Erinnerung zu rufen und die nochmal zu hören. Im Lobpreis steckt noch so viel mehr. Und auf was ich jetzt eigentlich eingehen möchte, ist der Aspekt, geht in Hand mit dem Zeugnis, das ich am Anfang erzählt habe. Im Alten Testament gibt es eine Geschichte, die von dieser Kraft des Lobpreises berichtet. Und zwar in 2. Chronik 20, das lesen wir gleich, ich wollte nicht das ganze Kapitel lesen, weil es so lang ist, deshalb gebe ich kurz einen Kontext. Sorry, ich muss ganz kurz was trinken, meine Stimme ist sehr heiser, sorry. Okay. Und zwar handelt es von Josaphat, das war ein König von Juda, das war der südliche Teil von Israel. Ihr wisst, es gab nach der Trennung nördlicher Teil Israel und südlicher Teil Juda. Und er war so, glaube ich, der 5. König nach König David. Ich hoffe, ich habe richtig gezählt. Und er war generell ein König, der eigentlich einen guten Job gemacht hat. In der Bibel steht, dass er tat, was dem Herrn gefiel, außer halt, dass er Opferstätten stehen hat lassen in seiner Herrschaft. Und in diesem Kapitel erfährt Josaphat von einem geplanten Angriff durch die Moabiter und Ammoniter. Und Josaphat ist am Verzweifeln und er ruft in ganz Juda ein Fasten auf. Und er und das ganze Volk treten vor Gott und beten für ein Eingreifen Gottes. Gott spricht dann zu einem Menschen, Jahaziel. Und Jahaziel war ein Nachfahre Asafs. Und das finde ich relativ interessant, weil Asaf war ein Gesangsmeister zu Zeiten Davids. Und seine Nachkommen waren waren normalerweise Tempelsänger, Tempelmusiker. Das heißt, Gott spricht jetzt zu diesem Jahaziel, wahrscheinlich ein Musiker, und sagt Folgendes. Also Jahaziel rief, 2. Chronik 20, 15 bis 22. Jahaziel rief, hört ihr Leute von Juda, ihr Einwohner Jerusalems und du, König Josaphat, so spricht der Herr, habt keine Angst, fürchtet euch nicht vor diesem großen Herr. Ich werde gegen sie kämpfen, nicht ihr. Zieht ihnen morgen entgegen. Sie werden von Zis her den Berg heraufkommen. Am Ende des Tales, wo die Wüste Jeruel beginnt, werdet ihr auf sie stoßen. Aber ihr braucht nicht zu kämpfen. Geht dorthin und dann werdet ihr sehen, wie ich, der Herr, euch rette. Habt keine Angst, ihr Bewohner von Juda und Jerusalem. Verliert nicht den Mut. Zieht ihnen morgen entgegen. Der Herr wird euch beistehen. Da warf sich Josaphat nieder und berührte mit dem Gesicht den Boden. Auch die Bewohner von Juda und Jerusalem warfen sich vor dem Herrn zu Boden und beteten ihn an. Die Leviten aus den Sippen Kehat und Korach standen auf und stimmten ein Loblied an. Sie priesen den Herrn, den Gott Israels, so laut sie konnten. Und sie machten sich am Morgen früh auf und zogen zur Wüste Tekor.
Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein. Und glaubt seinen Propheten, so werdet ihr gelingen haben. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen und ihn preisen sollten, im Zug vor die gerüsteten Krieger hin, um zu singen: Dank dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Bergland Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. Ich finde, das ist eine richtig, richtig coole Geschichte. Und ich habe die mal so ein bisschen runtergebrochen, so zeitlich. Okay, also Zeit vor diesem Krieg, dem Kampf, in dem Kampf, obwohl eigentlich kein Kampf stattfand, und danach. So, am Anfang sehen wir, okay, Josaphat bekommt die Nachricht von diesem Plan, dass sie angreifen werden. Und er betet und fastet und das ganze Volk betet und fastet und fragt Gott um Hilfe. Und als das Volk und der König, dunklen Tal, wenn alles hilflos scheint, sind auch wieder zu aufgerufen, Gott anzubeten. Aber wir sollen Gott auch anbeten und preisen, wenn es wieder aus dem Tal rausgeht, wenn man wieder auf diesem Berg steht und der Sieg gekommen ist, Gott diesen Sieg gebracht hat, wenn es einem gut geht, so wie dem Volk nach dem Sieg. Und ich vergesse das so oft, um ehrlich zu sein, Gott dafür zu preisen, was er für uns getan hat, was er, ja, wenn wir so lange gebetet haben für irgendwas und dann passiert es und dann ist es so, ah ja, okay, cool, aber es war ja Gott, es waren ja gar nicht wir. Aber auf der anderen Seite, wie oft vergessen wir ihm zu danken und zu preisen, wenn wir im Tal sind und wenn es uns nicht so gut geht. Und ich persönlich hatte eine Zeit in meinem Leben, vor ein paar Jahren, da ging es, es war wirklich eine schlimme, schlimme Zeit und ich war so gestärkt, ich bin zurückgekommen von meiner Jüngerschaftsschule und ich war so gestärkt in meinem Glauben, aber der Feind hat das gesehen und wollte mich da voll angreifen und diese neue Leidenschaft einfach wieder wegnehmen von mir. Und es sind noch viele, viele andere Sachen passiert in meinem Leben und es war so eine Zeit, ich lag wirklich fast jeden Abend in meinem Bett und konnte nicht einschlafen, weil ich so eine Panik hatte in meinem Leben. Und ja, das war so krass irgendwie, aber voll oft, ich erinnere mich so jetzt im Nachhinein, voll oft habe ich dann einfach angefangen zu singen. Und ich habe dieses eine Lied gesungen, immer dieses eine Lied. Und es ist nicht so bekannt, aber der Text ist: Jesus, Jesus, you make the darkness tremble. Jesus, Jesus, you silence fear. Also auf Deutsch: Jesus, du lässt die Dunkelheit erzittern. Jesus, du bringst die Angst zum Schweigen. Und ich habe das nicht einfach nur in meinem Kopf gesungen, sondern laut, so laut ich konnte. Und ich kann euch versprechen, wenn ihr den Namen Jesus ausspricht, dass der Feind dann fliehen muss. Und auch wenn sich Situationen in meinem Leben nicht sofort verändert haben, habe ich doch immer wieder diese Momente gehabt des geistlichen Kämpfens durch diesen Lobpreis und auch des Siegens durch diesen Lobpreis. Und das hat mich auch an eine andere Geschichte erinnert, von Silas und Paulus im Gefängnis. Sie haben genau das Gleiche gemacht. Sie waren im Gefängnis wegen ihrem Glauben und haben sich dazu entschieden, Gott anzubeten, und zwar laut, dass alle Gefangenen das gehört haben. Und dann ist dieses Erdbeben gekommen und sie wurden befreit. Wir wissen auch, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Herrschaft der Finsternis. Und deshalb mag ich auch diesen Text des Liedes, wir rufen Halleluja oder ja, raise Halleluja, so gern, weil es da heißt: Meine Waffe ist eine Melodie. In anderen Worten, meine Waffe ist Lobpreis, meine Waffe ist die Anbetung. Ja, und trotzdem vergesse ich persönlich immer diese Wahrheit. So, ja, das ist wahr, aber so oft sind wir dann in solchen Situationen und vergessen einfach diese Wahrheit. Und genau. Deshalb war das jetzt einfach eine kleine Erinnerung so an mich, aber auch an euch hoffentlich, so zurück zu diesen Grundlagen zu kommen und auch zu erkennen, hey, da ist so viel Kraft in der Anbetung. King of endless world, King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and
Heiliger Geist, lehre uns dich in Geist und in Wahrheit anzubeten, Jesus Herr, dass wir in den tiefen Tälern, aber auch den Bergen spitzen, wenn es uns gut geht und wenn es uns nicht so gut geht, Jesus Herr, dass wir wissen, dass wir diese Waffe haben, der Anbetung des Lobpreises, dass wir es einsetzen, dass eine wahre Anbetung und Freude wohlgefällig zu dir ist, Jesus Herr. Berühre unsere Herzen, Jesus Herr. Richte unser Blick auf Jesus. Nimm alle Undankbarkeit, vielleicht alle Hoffnungslosigkeit weg und fülle es mit Hoffnung. Fülle uns mit Dankbarkeit. Fülle uns mit Freude, Jesus Herr, mit deinem Frieden, mit deinem Shalom, mit deinem Vertrauen, Jesus Herr, mit deiner Kraft. Wir rufen zu dir, wir ehren dich, Jesus Herr. Das ist unsere Anbetung und das ist unsere Waffe, die Melodie, den Lobpreis, deine Ehre. Danke, Jesus, Herr. Wir ehren dich, Jesus, Herr.